Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Star Stable Online. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir ja unserem, ja, ich nenne ihn einfach mal neuen Freund Thomas Morland ein wenig unter die Arme gegriffen. Der Arme ist ja momentan auf der Suche nach seiner Besitzurkunde, um gegen diesen schrecklichen Herr Campbell von GED vorgehen zu können. Und Thomas hat auch eine neue Quest für uns. Die werde ich mal annehmen. Ich glaube, ich weiß, wie man Herrn Campbell aufhalten kann. Ich muss nur einen Weg finden, um beweisen zu können, dass dieses Land mir gehört. Es gibt eine Besitzurkunde für die Moorlandstelle, die mein Vater vor über 50 Jahren von der Baroness Silverclade erhalten hat. Ja, sie ist diejenige, die dort oben im Schloss wohnt. Ich habe überall in den Büroarchiven geguckt, aber ich kann die Papiere nirgendwo finden. Ich habe allerdings eine Idee, wer vielleicht mehr wissen könnte. Unsere alte Buchhalterin, Frau Woolsworth, sie weiß alles über unser Unternehmen und ist sicher und sicherlich auch, wo die Papiere sind. Sie ist letztes Jahr in Rente gegangen und vertreibt sich die Zeit jetzt damit, sich um eine Obstplantage in der Nähe der Stelle zu kümmern. Geh zu ihr und frag sie. Sie müsste in der Lage sein, die Papiere zu finden. Du findest sie östlich der Moorlandstelle. Na, da versagt meine Stimme schon wieder. Sowas. Okay, finde Frau Holzwurf. Das machen wir auch gleich. Ich habe nur gesehen, dass da vorne auch noch eine neue Quest erschienen ist. Ich glaube, das war bei Ten. Stopp, stopp. Huch, das wollte ich gar nicht. Hallo, Ten. Was ist mit Loretta passiert? Stimmt, die steht gar nicht hier. Kendra, hast du Loretta gesehen? Nein. Sie ist auf der wilden Bobcat-Strecke ausgeritten und nicht zurückgekehrt. Ich habe Angst, dass ihr etwas passiert ist, aber ich kann die Koppel nicht verlassen. Die anderen Bobcats sind alle unterwegs, um nach ihr zu suchen, und ich muss hier bleiben, falls jemand mit Neuigkeiten zurückkommt. Ich weiß, du magst Loretta nicht so besonders, aber ich brauche wirklich deine Hilfe, um sie zu finden. Bitte reite zu den Klippen westlich von hier und suche dort nach ihr. Beeil dich, Kendra. Okay, das nehme ich auch an. Wo müssen wir denn da hin? Einfach geradeaus scheint mir. Reiten wir mal hier entlang. Ich glaube, mich zu erinnern, dass es hier hoch ging. Oh, was ist da vorne? Ein GED-Mitarbeiter. Oh, was will der denn von uns? Das hat bestimmt nichts Gutes zu bedeuten. Halt! Diese Straße ist unsicher. Du darfst nicht weiterreiten, fahren oder laufen. Ach, schaut mal, ja, das sieht man ja. Da geht's nicht weiter. Es gab eine riesige Gorillawiene und große Felsen blockieren die Straße komplett. Ob ich ein Mädchen auf einem Pferd gesehen habe? Nein, aber ich hoffe, dass sie nicht dort unter dem Schutthaufen liegt. Dann wäre sie nämlich platt wie ein Pfannkuchen. Okay. Pfannkuchen. Was ist das denn für ein komischer Kerl? Was, bist du etwa immer noch hier? Nein, ich kann dich nicht passieren lassen. Auch wenn deine Freundin in Gefahr ist, muss die Straße erst freigeräumt werden, bevor du weiter kannst. Das sind die Anweisungen, die ich bekommen habe. Ich werde diesen Ort nicht verlassen, bis Herr Campbell mir die Erlaubnis gibt. Du hast ja keine Ahnung, was er mit mir machen würde, wenn ich seine Anweisungen nicht befolgen würde. Wenn es so wichtig ist, warum gehst du dann nicht zu der Baustelle nordöstlich von hier und fragst Herrn Campbell persönlich, ob er nicht einen Bulldozer schicken kann? Du findest Herrn Campbell in der Nähe von diesem wunderschönen Werbeplakat. Kea,
das ist wohl ein Fehler. Ich habe wirklich keine Zeit für so einen Kram. Ich habe Hunger und niemand kommt, um mich abzulösen. Und jetzt gehe ich schon zur Baustelle. Der ist ja sehr, sehr freundlich. Geh zur Baustelle im Norden Moorlands und frage Herrn Campbell, ob er einen Bulldozer schicken kann. Okay. Ich war mir jetzt nicht sicher, da war ein Mädchen neben mir. Hat die mit mir geschrieben? Ich muss mal hier gucken. Sowas. Das ist natürlich immer unpraktisch in der Aufnahme. Da steht etwas. Ach so, zur Mine. Ich glaube, die ist ein bisschen weiter unten. Aber da muss ich noch nicht hin. War das Nancy? Wie kann ich ihr denn antworten? Ach, das weiß ich immer noch nicht, wie man hier flüstern kann. Was ist das? Einladung zu einer Gruppe. Und dann Gruppe. So wahrscheinlich, oder? Die Gruppe existiert nicht. Okay, da muss ich dann nach der Aufnahme mal schauen. Und gegebenenfalls Nancy nochmal anschreiben. Also, falls ihr mich hier im Spiel seht und ich antworte euch nicht, dann liegt das nicht daran, dass ich irgendwie keine Lust habe, mich mit euch zu unterhalten, sondern weil ich hier gerade am Questtext lesen bin oder mich auf irgendetwas anderes konzentriere. Aber ich versuche dann nach der Aufnahme immer Kontakt zu euch aufzunehmen. Das hatte ich nach der letzten Folge auch bei Stefanie getan. Das ist absolut nicht böse gemeint dann. Okay. Wir müssen hier hoch zu Herr Campbell. Ich weiß ja nicht, ob ich mich wirklich mit ihm unterhalten möchte. Das ist ja so ein unfreundlicher Kerl, der hier alles kaputt machen möchte. Ah, und da kommen wir wieder bei Konrad vorbei. Der hat auch noch eine Quest. Aber ich denke, die Quest bei Konrad werden wir in einer der nächsten Folgen machen. Denn soweit ich mich erinnern kann, hat Herr Campbell hier noch eine Folgequest. Oder gar mehrere. Ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern. Ich glaube, wir müssen hier am Stromkasten nach rechts. Und ja, jetzt sind wir schon hier auf der Baustelle. Da stehen auch überall die Arbeitsgeräte. Und da drüben ist Herr Campbell. Oh, ich habe ihn nicht vermisst, ganz ehrlich. So, mal schauen, was der von uns möchte. Ach, der sieht schon richtig unsympathisch aus, oder? Ah, was sehe ich denn hier? Ein kleines, süßes Stallmädchen traut sich den ganzen Weg nach hier oben. Was willst du denn? Meine mächtigen Maschinen sabotieren, um in einer peinlichen Aktion diese Baracken zu retten, die ihr Stall nennt? Keine Sorge, kleines Mädchen. Wir werden die Ställe abreißen und neue Häuser bauen, die wir dann zu einem fantastischen Preis verkaufen werden. Ziemlich genial, oder? Ich werde reich und die Moorlands werden keinen Pfennig sehen. Ich werde sogar dabei zugucken können, wie sie weinen, wenn ich die Ställe niederbrenne. Oh, was für ein mieser Typ. Oh, du bist nicht hier, um Ärger zu machen? Wirklich? Du willst, dass ich dir einen Bulldozer leihe? Du bist witzig, kleines Mädchen. Hahaha. Du willst also, dass ich einen Bulldozer schicke, um die westliche Straße zu räumen, um deinen Freund zu retten? Ich sollte eigentlich einen immens großen Haufen Geld dafür verlangen. Aber du siehst nicht so aus, als hättest du das. Ich schätze mal, ich hätte die Straße eh räumen lassen. Wenn du was von mir willst, musst du allerdings erst für mich etwas tun. Ich mache nie etwas umsonst. Siehst du all diese hässlichen Bäume hier? Sie müssen gefällt werden, um Platz für unsere Maschinen und neue Gebäude zu machen. Nimm dieses rote Klebeband und markiere 4 Bäume, die wir fällen werden. Mach das und ich verspreche dir, dass ich einen Bulldozer schicken werde, um die Straße freizuräumen. Eine unangenehme Aufgabe, ja. Das macht natürlich keinen Spaß, die armen Bäume. Die sind in diesem Bereich, ja. Ich da ein Item erhalten. Ja, 4-mal Klebeband. Und da leuchten die Bäume auch schon. Ja, das mache ich wirklich sehr, sehr ungern. Ich bin ja ein sehr naturverbundener Mensch. Was tut man nicht alles? Arbeiten. 1 von 4.
komme ich hier hoch? Ja, müsste eigentlich klappen. Dann hier noch einmal. Die haben ja auch schon einige Bäume gefällt, wie mir scheint. Da drüben ist noch eine. Und wo ist der vierte? In diesem Bereich. Vielleicht ein wenig weiter die Straße hinunter. Ah ja, ich sehe ihn schon, alles klar. Na komm, Raven, wir müssen noch ein bisschen weiter vor. So klappt das. Dann gehen wir mal wieder zurück zu diesem schmierigen Kerl. Und fragen, ob er mit uns zufrieden ist. Braves Mädchen. Vielleicht solltest du dir überlegen, hier für uns bei der GED zu arbeiten. Nur über meine Leiche. Wir suchen immer nach Leuten, die die Natur ausbeuten und zerstören wollen. Mein Versprechen? Ich erinnere mich an kein Versprechen. Hahaha. Das zeigt dir, dass du nicht jedem trauen sollst. Naja, ich hatte den Bulldozer sowieso schon losgeschickt. Man könnte also sagen, dass du all das umsonst gemacht hast. Siehst du, da fährt er. Naja, immerhin bin ich ein Level aufgestiegen, aber war es das wert? Weg mit dir, Mädchen. Der Bulldozer ist auf dem Weg. Es ist besser, wenn du dich nicht hier aufhältst, während er arbeitet. In der Zwischenzeit kannst du zu deiner Freundin gehen, um sie auf den neuesten Stand zu bringen. Oder was auch immer. Es ist mir egal. Jetzt muss ich weiter die Zerstörung deines peinlichen kleinen Stalles planen. Und vergiss nicht, dass du mir dabei geholfen hast. Hahaha. Oh. Ohne Worte, oder? Schrecklicher Kerl. Jetzt müssen wir mit Ten sprechen. Das werde ich die Folge auch auf jeden Fall noch tun. Eigentlich könnte ich ja jetzt auch den Abholservice nehmen. Aber das dürfte... Nee, das ist nicht so weit. Frau Woolsworth wohnt doch auch hier ganz in der Nähe. Vielleicht sollten wir ihr dann auch noch einen Besuch abstatten. Huch. Bin ich gegen irgendwas geritten tatsächlich? Habe ich gar nicht gesehen, dass da ein Baum stand. So was. Jetzt aber. Der arme Raven hat jetzt bestimmt Kopfschmerzen. Frau Woolsworth hat, meine ich, ihr Häuschen hier irgendwo links gehabt. Mal auf die Karte schauen, ja. Das sieht gut aus. Die Richtung stimmt auf jeden Fall. Da hinten das kleine rote Haus war es. Ich erinnere mich wieder. Dann hoffe ich mal, dass die Gute uns helfen kann, die Besitzurkunde auch zu finden. So. Hallo du. Was kann ich für dich tun? Okay, dadurch, dass ich die Quest ja jetzt hier schon abgeschlossen habe und sie nur eine Folgequest hat, würde ich gerne diese Folge noch zu Ten zurückkehren und die Folgequest bei Frau Woolsworth in der nächsten Folge annehmen, dass die Folge nicht zu lange wird. Denn hier ist es ja leider so, dass die Quests abgebrochen werden, wenn man die annimmt und sich dann ausloggt. Und das möchte ich ja natürlich auf jeden Fall vermeiden. Reiten wir nämlich jetzt lieber noch zu Ten. Die ist ja bestimmt ganz in Sorge um ihre beste Freundin. Also ich denke mal, das sind beste Freunde. So, da ist sie auch schon, die Gute. Kendra, hast du Neuigkeiten über Loretta? Ein Bulldozer ist auf dem Weg, um die Straße zu räumen? Das ist gut. Du hättest der GED nicht helfen sollen, aber dieser Herr Campbell ist ein richtiger Drecksack. Er hat dich ziemlich gut hineingelegt. Denk beim nächsten Mal vorher drüber nach. Du kannst der GED genauso weit trauen, wie Schweine fliegen können. Okay. Ja, aber anders ging es wohl nicht. Dann würde ich sagen, huh, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Macht's gut!